Claudia ist nicht zu bremsen und startet sofort mit ihrer Suche, um die passende Frau für Willi zu finden. Die Tochter von der Gisela, die hat einen Freund. Mhm. Die andere ist momentan beschäftigt mit Schule und so weiter. Ja, gut, ich meine. Ja, jetzt habe ich aber die Monika schon erreicht. Aha. Und ja, die Angelina, die wäre ein ganz nettes Mädel soweit. Ja. Die würde eventuell Angelina, mal. Angelina, ja. Kenn ich jetzt nicht so. Nee, also die haben wir ja auch schon ewig schon. Willi weißt ja, ist ein bisschen, ne? Wählerisch, ja. Also ich kenne die Angelina hier jetzt auch so nicht mehr. Kind ich weiß mehr, jetzt, ne? Ja. Ja, dann guck halt immer, dass du irgendwas organisierst. Du machst das schon. Ich meine, letztendlich wird der Willi ja doch entscheiden, wie und was. Aber der Gedanke ist schon mal schön. Dann kommt er mal raus aus sich ein bisschen. Ne? Er ist ja auch ein bisschen manchmal so, ja, launig und so weiter. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ist okay. Ja. Würde mich freuen, wenn es klappen date. Ja. Abwarten. Mal schauen, was Willi von der frohen Botschaft hält. Für dich hat die Mama noch eine schöne Überraschung. Überraschung? Ja. Sie hat heute Morgen telefoniert wegen Mädchen, das wirst du dann schon sehen. Nee, so mehr sage ich wollt auch mich nicht, lass dich überraschen. Oder was? Jetzt erreicht ihr langsam die Spitze, wirklich. Ja, jetzt stell dich nicht so an, ich meine, die Freude, sie weiß dasselbe, wie sie ist. Ja, schön, wenn sie Freude dabei hat. Ja, nur, ja, du auch. Geht's um mich oder geht's um sie? Nein, es geht um dich, du wirst dich aufreuen und jetzt sei ruhig und warte ab. Mann, ey, ist doch super, dass endlich mal ein Mädchen für dich kommt. Genau. Ja, oder? Ja, sehr super. Ne? Hauptsache, ihr habt euren Spaß, oder wie? Ach, packst du schon. Ich gebe dir ein paar Tipps und so. Zum Beispiel, wie eine Frau ansprechen soll. Du musst ein paar Komplimente machen und so. Ne? Aha, da bin ich nie drauf gekommen. Guckst du ganz tief in die Augen, ne? Sagst, und dann, war dein Vater Terrorist oder warum siehst du aus wie eine Bombe? Wow. Solche Sprüche halt, weißt du, wie ich meine? Ich denke, das wird Wirkung zeigen, oder? Die Frauen stehen darauf. Also, es ist romantisch für deine. So geht es gerne. Ja. Du musst der Frau den Stuhl hinhalten, die Tür aufmachen. Hier, der Kleine hat mehr Ahnung als du. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt weiter runter arbeiten und. Ja, ich komme mit dir. Dann nehme ich dir noch ein paar Tipps. Nein, ihr könnt mir 5 Minuten Pause lassen, fünf Minuten, okay? 5 Sekunden, okay? Also, das machen wir schon. Ja, also, ja. Also, was sagt ihr? Ich sage, pass auf. Klar, ich finde nicht so gut, dass meine Mutter jetzt da irgendein Mädchen organisiert hat und das praktisch ohne mein Wissen oder Einverständnis. Ach, meine Freundin würde ich mir schon gern selbst raussuchen. Freundin hat man, weil, also lass manchmal von mir ausgehen, weil ich jemanden, also man möchte auch nach einer Zeit geliebt werden von jemandem, ne? Also man möchte schon jemand an seiner Seite haben, wo man mit durchs Leben gehen kann. Tja, der Gino weiß eben, worauf es im Leben ankommt. Im Wohnwagen der Mädchen geht es derweil nicht ganz so bedächtig zu. Beim Kartenspielen haben die Hartmann-Mädels ihre ganz eigenen Regeln. Sag mal, geht's noch? Hallo Mädels. Ja? Willst du den Tisch kaputt machen? Mama, muss das immer sein? Aha, benehm dich wie eine anders. Ja, und du wie eine Oma. Ja, lieber wie eine Oma. Wie ja, hier du, wie andere. Hört mal zu, hallo. Ich wollte euch jetzt eigentlich was sagen und nicht schauen. Guck mal, wie blau. Ja, mit der Tür. Ja, blau. Weil der Willi ja so quasi immer noch Single ist. Und dann ist euer Vater und ich eigentlich mal auf die Idee gekommen, ihn zu verkuppeln. Und hast du mal gefragt, ob er damit überhaupt einverstanden ist? Nee, weil er wird's bestimmt nett sein. Ja, ja dann aber ist es ja auch richtig. Mama, du weißt genau, wie wählerisch der Willi ist. Hallo, ist da hallo, keiner einverstanden? Moment, es ist ja nur mal ein Versuch wert. Man muss ja nicht unbedingt verkuppeln. Dann könnte man ja auch mal einfach nur mit einem mal rausgehen in die Stadt, eine Party oder irgendwie sowas, dass er halt mal unter Menschen kommt. Ja. Der Willi in der Disco. Ja, er war noch nie in der Disco. Ja, da sind bestimmt auch schöne Mädchen drin. Hallo, außerdem waren wir. Natürlich sind da auch Mädchen. Außerdem waren wir noch nie in der Disco drin. Aber was ist mit eurem Vater? Da musst du ein gutes Wort für uns einlegen. Ich habe schon ein bisschen mulmiges Gefühl jetzt im Bauch, dem Rudi das zu erzählen, dass die jetzt in die Disco gehen wollen oder so. Aber wie gesagt, wenn es dem Willi hilft und ja, die Kinder waren ja auch noch nie in der Disco. Und, oh mein Gott, ich könnte den Spaß halt machen. Was das Thema Ausgehen angeht, ist Papa Rudi ein harter Knochen. Das Familienoberhaupt hat am liebsten alles unter Kontrolle und seine Mädchen im Blick.
zwar, wir haben ja über unseren Sohnemann gesprochen. Nee, nicht schon wieder. Was kommt jetzt? Ganz einfach, die Mädels wollen mit dir in die Disco gehen. Moment mal, bitte. Wie kommt er denn auf die tolle Idee? Ja, das war nur so ein Einfall, weil Party machen hier geht ja noch nicht. Das Haus ist ja noch nicht fertig und der Wagen ist zu eng. Mal Menschen kennen. Ja, aber Disco, das bin ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so dafür. Da mache ich mir wieder Sorge, liegt bis in der Früh wach. Und ich weiß es nämlich, der Willi war einmal weg. Dann kam der um 4 Uhr in der Früh heim und da war ich fix und fertig. Da war er nicht immer in der Disco. Da habe ich Gott in die Welt schon angerufen, weil man sich immer Sorgen macht. Also das passt mir überhaupt nicht. Gut, aber die Kinder in Streitereien kommen oder irgendwie. Die sind ja nicht streitsüchtig. Ja, aber wenn du na, die willst. Nicht, aber die anderen vielleicht. Da mache ich mir immer Sorgen. Brauchst du aber nicht. Die sind doch vernünftig. Was hältst ich du jetzt eigentlich davon? Also eigentlich halte ich jetzt im Moment nicht viel davon, aber wenn ich meine Ruhe dadurch mal habe, dann mache ich halt mit. Ein schöner Abend. Ja, aber du kommst mit. Natürlich. Oder? Und dann versprecht mir, dass er aufpasst, dass er in nichts reinkommt. Und ja, dass, klar. Wenn was ist, irgendwie kein anständiges Publikum, dass er die Disco dann verlässt. Dass er nach Hause fährt. Natürlich. Und keine Dummheiten machen. Nee, du, Gino, bist auch manchmal ein bisschen, ne, in deiner Art so ein bisschen, halt dich bitte auch zurück. Ja, natürlich. Also dürfen wir. Ja, ihr dürft. Gut. Wenn wir in eine Disco dürften gehen, dann hätten wir Party, Party, Party. Am Abend laufen die Vorbereitungen für die Disco-Tour auf Hochtouren. Hey, schon fertig? So gut wie. Du musst auch noch was mit deinen Haaren machen, ne? Gino, ich weiß schon, wie ich mich fertig mache, okay? Ja, aber so kannst du nicht gehen, ne? Ja, also ja, Styling ist schon wichtig, ne? Ja, großer Meister, lass das mal meine Sache sein, okay? Die Tatjana kommt auch mit, ne? Echt? Ja, auf jeden Fall. Krass. Wir rocken das Ding heute Abend. Suchen wir deine Freundin? Ach nee, komm, hör auf damit schon wieder. Ja. Ich kann's jetzt echt nicht mehr hören. Freundin hier, Freundin da. Ja. Lass mich mal machen. Ja, ich helfe dir noch ein bisschen so, unbemerkt. Okay. Dann werden wir uns einig, wenn du einfach die Klappe hältst. Klar. Okay? Ja, klar. Aber ich schick dir die Frauen ran. Hey! Hast dich aber ausgeputzt. Sieht gut aus. Ja, ich brauch Master-Style nicht. Ja, richtig so. Ey, sieht gut aus. Schön, dass du doch noch mitkommst. Sieht gut aus hier. Ja. Siehst ja blendend aus, Master-Style. Schön, dass du mitkommst. So, ich würde sagen, los geht's, ohne oder? Die haben ja, immer diese Gruppen um am Bus. Hau mir rein, ich hau mal rein. Lassen wir's krachen. Macht mein Auto nicht dreckig. Auf geht's ins 50 Kilometer entfernte Gießen. Vielleicht wartet in dieser Diskothek ja bereits Willis Traumfrau. So, aufgeregt? Oh, wir lassen es krachen, würde ich sagen. Das ist das erste Mal. Ja, aber wichtig ist, dass wir alle zusammenbleiben und jedenfalls nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Und lasst euch auf keine Typen ein, okay? Man muss auch ein bisschen aufpassen. Wir lassen ne? uns auf keine Typen ein. Natürlich ist man aufgeregt. Wir waren ja noch nie drinnen. Ne? Und ich werde es auf jeden Fall krachen lassen. Und natürlich dürfen wir den Willi ja nicht bei dem ganzen Trubel vergessen. Weil Hauptziel ist ja, dass er mal jemanden kennenlernt. Genau. Na, dann auf ins Getümmel. Bei all den feierwütigen jungen Menschen wird doch wohl eine Frau nach Willis Geschmack dabei sein. Zumindest einer ist bester Dinge. Ich finde es ja echt cool, also die Stimmung da. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Trotzdem, Willi braucht einen kleinen Anstoß. Hey, guck dir doch mal die Uschis an. Geh doch mal hin. Check mal ab. Von mir aus. Und tatsächlich, Willi überwindet seine Schüchternheit. Hey. Hi. Ja. Ich finde cool, dass der Willi einen Milchschein gedient hat.
da, also da in meiner Sicht ist, dass er sich wenigstens was traut. Das wird Gino ein bisschen beruhigen, weil Gino die ganze Zeit gemeint hat, mein Bruder könnte kein Mädchen ansprechen. Und ja, jetzt hat er gesehen, dass es doch kann. Und ich finde, es ist ja auch eine ganz süße, wo er angesprochen hat. Und Willi zündet auch schon Stufe 2. Ein Gespräch unter vier Augen, abseits der Blicke von Gino und Co. Ich bin der Willi. Die Lea. Da drüben ist so laut, da kann man kaum ein Wort verstehen oder ja, so. Ja, ist echt so. Bist du öfter hier? Ja, immer mal Wochenende. Ah. Und? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe meistens keine Zeit oder so. Aber heute habe ich mir Zeit genommen. Das ist gut. Ob sich da etwa gerade eine kleine Romanze anbahnt? Und wie alt bist du? 16. 16, 20. Okay. Jetzt geht mir gerade der Gesprächsstoff aus. Ja. Das Mädchen war ganz nett und so sympathisch und so weiter und so fort, aber sie war nicht ganz so mein Typ. Na ja, einen Versuch war es doch wert. Um 2 Uhr morgens treten die Hartmanns den Heimweg an. Oh, war das laut da drin? Ach, ich fand's gut. Ein echter Hammer. Aber hat Spaß gemacht, wirklich. Was sag mal? Ja. Was hast denn? Die Nummern ausgetauscht? Ja, hast du die Nummern? Erstens geht es euch gar nicht, sondern jetzt lasst doch mal mit dem Thema zu, ab. Dank uns bist du da. Ja, ist ja schön von euch, aber... Ja, also, ja, dann kannst du nur gequatscht, ihr habt jetzt gesehen, dass ich keine Hilfe brauche, okay? Und wir belassen es einfach stimmt. dabei. Ich bedanke es mich für ja den schönen darum, Abend. Dass du Hilfe brauchst. Es ist doch nur nicht. Gut gemeint. Das ist doch ja, ich weiß es. Ich meine es doch auch nicht. Wisst ihr was? Mensch. Irgendwie war der Abend doch aber ein Erfolg. Er hat einen angesprochen. Bitte Gino schön. Ist hoffentlich zufrieden. Und ich hatte halt Spaß. Okay, kommt. Danke. Alle für einen und... Ach, ist mal los. Ich bin jetzt richtig kaputt. Denn ich liebe dich.